Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Equestrian The Game. Und wir haben wieder ein neues Fohlen. Ich bin ja immer noch ziemlich gehypt, spannend, immer jedes Mal, wenn ich neue Fohlen habe. Weil ich ja doch immer hoffe, dass wir ein richtig geiles Fohlen rausbekommen. Und ich hätte ja eins der letzten Fohlen, schön ist es auf jeden Fall, behalten können. Ja, ist richtig. Das Problem ist nur, dass wir dann uns immer direkt ein neues, hat mir gerade noch ein Fohlen? Ein neues Elternteil kaufen müssen. Weil wir ja ansonsten das Problem haben, dass wir keinen Platz haben. Das ist ja immer das schwierige Ding aktuell. Und dass wir da eben so ein Problem mit haben, dass wir, wenn wir ein neues Fohlen haben, eigentlich immer die Eltern austauschen müssen. Weil man kann ja mit den Eltern nicht mehr weiterzüchten. Ich erkläre es euch gleich nochmal. Oh, was? Es ist... Was? Oh mein Gott. Es ist orange. Es ist orange geworden. Oh mein Gott. Es ist orange. Es ist orange. Orange ist das Höchste, was es geht. Oh mein... Ich hab mich verluckt. Oh mein Gott. Das ist, was wir die ganze Zeit wollten. Es ist ein männliches, richtig, richtig krasser Crossbreed geworden. 767. Damit ist es... Oh mein Gott. Es ist endlich das geworden, was wir wollten. Es ist ein krasses Ding geworden. Alter. Es ist halb Araber, halb schwedisches Warmblut. Das heißt, jetzt müssen wir so ein bisschen das Ganze aus ihm wieder rauszüchten. Aber wie krass ist das denn? Wenn ihr das hier nämlich gelb habt, das ist die Seltenheit. Es geht und gelb gibt es nur durch Zucht. Wir hätten 790 als Möglichkeit und haben 767 bekommen. Alter. Okay. Es ist aktuell, sehen wir, schon ganz schön krasses Ding geworden. Und zwar ein richtig krasses Ding. Doch jetzt treiben wir es auf die Spitze. Was hat es eigentlich für Werte oben? Also hier. Es ist ein Jumper. Ambitioniert. Uphill Counter kann es auch, Hard Worker und es ist Balanced. Ja, okay, das merkt man. Hier seht ihr auch, da sind seine Stärken. Also es hat also nichts irgendwas Krasses drin. Meine Fresse, unser erstes richtig krasses Pferd mit diesem fast 770er Wert ist eine ganz schöne Steigerung. Ist nur das Problem, dass es ein Mixed Breed ist. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir verhältnismäßig so ein bisschen diesen Mixed Breed rausbringen. Wir haben gerade ein araber-schwedisches Warmblut. Und gucken jetzt, dass wir unbedingt mit diesem Pferd schauen, dass wir seine Werte auf 800 bringen. Wir haben also jetzt hier... Gut. Können wir mit nichts züchten. Wir haben jetzt hier aktuell Fohlen 2, was noch seine Namensgeber dann irgendwie... Moment, wir brauchen also. Mal angucken. Ihr seht es selber. Die Schwächen unseres Pferdes sind tatsächlich... Brauchen wir entweder ein ganz schnelles. Also Speed-Bereich. Jump ist ziemlich hoch. Also die Gangarten... Geschwindigkeit. Eigentlich kann er in allem was. Er bräuchte in allem irgendetwas, was ein krasses Ding ist. Da wir aber gar kein Pferd haben, wir könnten den Araber mit reinzüchten. Aber die braucht halt gerade den. Achso, das geht ja auch gar nicht. Das ist ja, glaube ich, das Muttertier. War das nicht so? Ja, genau. In Breeding. Okay. Wir gucken einmal, ob wir nicht vielleicht für dieses Pferd irgendetwas finden. Also entweder ein schwedisches Warmblut oder ein Araber finden.
wo wir zumindest mal schauen können. Hier, und das muss weiblich sein. Ja. Nee. Kein Welch. Nein. Halt, 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 halt. Ah. Nee. Da mal nicht so gute drin. Welch, ah, hier, Moment. Ah, ist männlich. Ah. Oh, warte mal. Gucken wir uns das mal an. Ne. Boah. Nee, das ist eigentlich auch eher underperforming. Okay, wir gucken uns gleich nochmal eins raus. Das hier vielleicht. Ne, wir brauchen eher ein Speedpferd. Wir könnten natürlich noch eine Rasse reinzüchten, aber dann wird es ja noch schwieriger werden, das rauszuzüchten. Halt, Moment, da war ein Araber. Das ist eigentlich genau in den Bereichen schlecht, wo unser Pferd auch schlecht ist. Das hier könnten wir reinzüchten, aber es könnte halt unfassbar schlecht werden. Hätten wir aber auch noch einen Friesenanteil im Pferd. Wir bräuchten einen Araber, der eher im Speed-Bereich stark ist. Und das haben wir hier nirgendwo. Das ist halt genau in den Stats. Oh, warte mal. Wir testen. Ach, scheiße. Okay. Ja, wir brauchen einen Slot frei. Und wir müssen uns von einem der schwedischen Warmblutpferde verabschieden. Es ist einfach aktuell, wir brauchen den Platz frei. Fauxpas ist unser Bestes. Link muss wahrscheinlich gehen. Ja, Link muss gehen. Wow, wobei Link natürlich krass, ne, ist, aber wir haben jetzt ein neues männlich, das heißt, Link muss gehen. So. Dann machen wir das jetzt mal so, wir kaufen jetzt mal zum Testen, nur zum Testen, kaufen wir jetzt mal dieses eine Pferd, weil ich weiß nicht, ob da wirklich unser Pferd in irgendeinem Bereich verbessert werden kann. Was war das jetzt? Lotti war das, oder? Nee, nicht Lotti. Lotti hat 702. 716, ja. Aber wir gucken mal, wenn wir daraus überhaupt noch was Sinnvolles ziehen können aus der Zucht, dann könnten wir das machen. Aber ich glaube, dass unser Fohlen, was daraus kommt, tendenziell eher schwächer wird. So, wir gucken uns das Ganze mal an. So. Und jetzt bin ich echt mal gespannt. Boah, das kann eine 817 werden. Und ihr seht gerade selber, das ist keine Prozentsache. Doch, doch, wir kommen dann auf 75% Araber hoch. Und es kostet mich nur... Hä, wieso kostet das nur 2000? Ist das billiger geworden? Ihr seht selber, es kann auf ein krasses Potenzial hochgehen. Ne? Es kann... Also wir sollten das testen. Wir haben ja sowieso die Zeit, dass wir das machen können. Und haben jetzt noch unsere 2 offen. Und die anderen Pferde können sehr bald wieder. Also wir haben, schau mal kurz nach.
Zwei Tage. Ja, okay. Genau. Morgen können dann unsere richtig guten Pferde können morgen wieder züchten. Aber eure Meinung zu unserem neuen Pferd, ich finde es schon mal echt krass geworden. Gerne in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Amazing together as one.